Du bist ein Muschrik, aber der nicht gegen uns gerade kämpft. Das ist ein Ja, Unterschied. aber die Frage ist halt, Ali Mor, ab wo beginnt denn Kämpfen für euch? Beginnt schon Warte, Kämpfen, mit dem wenn ihr in einem Schwert, Krieg, Adler, Adler, mit dem Schwert. ja, einen Augenblick, einen Augenblick, einen Augenblick. Wenn ihr mit Deutschland in einem Krieg seid und ich bin Angehöriger der Bundeswehr, dann stehen wir ja offiziell in einem Krieg und ich bin dazu noch ein Muschrik, weil ich ja ein Christ bin. Nein. Warte, warte, Adler, schau, Wie guck mal. nein? Da Also, steht, wenn schau, du vor meiner Haustür stehst und du willst jetzt in mein Haus rein, dann bist du mein Feind. aber die Frage ist, wo waren die da jetzt, wo wir gerade erzählen? Aber Adler, Deshalb. schau, das ist ja so, da steht ja nicht tötet alle Muschrikin, da steht tötet die Muschrikine, also diese, die bestimmten. Aber Animo, welche? Und wenn du Animo, nach du hast welche recht. gehst, dann suchst Animo, du du im hast recht. Koran, was mit der Sure, mit dem Vers zu Ja, tun mein hat. Bruder Was musst Almo, du du jetzt hast recht. finden? Aber Animo, die du hast Sache recht. ist. Weißt du warum? Weißt du warum du recht hast? Warum? Weil er tötet nicht alle Muschriken, er tötet nur die, die keine Jizya bezahlen. Ach nein, das ist im Krieg. Das ist im Krieg. Wenn du Ganz sie hast, genau. schau Aber her, heute im Krieg fragst du, schau, schau, ich will dir jetzt ganz kurz ein Beispiel geben. Wenn du heute im Krieg bist, fragst du die noch oder tötest du sie? Oder sagst du, hey, pass auf, wenn du also, das zahlst, kannst du gehen. ich weiß nicht, Alimo, in welchem Krieg heute im ich Krieg. gekämpft habe, Was aber ist so heute viel im Glück habe ich Alimo, nicht. Leute, bei Leute, uns? Leute, nicht, dass wir aus dem Punkt rausspringen. Ich wollte Richtig. nur kurz Ich darauf Yeshua, hinweisen. nee, Yeshua, lass mich nur kurz erklären. Und zwar, das Wort Muschrik, das Ja. bedeutet einfach nur, dass das ein Mensch ist, der Schirk begeht. Genau, Ja? das Das stimmt. bedeutet, ich bin ein Muschrik, Genau. Adler ist ein Muschrik, du Ja, bist ein Muschrik. das stimmt. Und da steht, Okay. es ist scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, ob da steht alle oder die. Das Wenn da sogar stimmt. die steht, ist das auch egal. Die Muschrik, die Muschrikun steht da, Muschrikin. Das Okay. bedeutet, Aber das es ist System der hier. Auftrag, da steht nicht, wenn ihr angegriffen werdet, ja, Doch. nicht was Falsches reinlesen. Nein, 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 Doch, nein. Da doch, doch, steht doch, nicht, doch. wenn Du ihr hast doch angegriffen werdet. Sure 4 49 gelesen. gelesen. Nein, nein, nein. Hallo, Warte, das warte, stimmt, warte. das stimmt. Leute, Leute, ich Da brauche. steht, Bitte nur kurz, lass wenn die mich. Schutzmonate vorbei sind, Genau. ja, dann belagert sie und tötet sie, wo immer. Da Okay. steht nicht, wenn ihr angegriffen werdet. Warum? Und? Weil das ist ein Vers, den er Okay. in Medina bekommen hat, nicht in Mekka. Und die Sache ist, Schau sagen her, wir, schau dass her. es, Du sagen hast doch wir, die dass 4 es. gelesen vorher, oder nicht? Harut, Leute, bitte, ich bitte euch nur Lass mal kurz. den Jeshua jetzt reden. Lass mal den Jeshua Okay. jetzt reden. Ich gehe auf Leute, die Seite dann. mein Bruder, sagen wir, also Karali, du hast ein wunderschönes Beispiel gegeben. Wenn jemand vor meiner Haustür steht, der will mich angreifen. Die Sache ist, wenn wir noch zurück in diese Sura gehen, da steht in Nummer 2, Fasihu fil ardu arba'a ashhurin wa'alamu annakum ghayru mu'jizallahi wa inna Allaha muhzil kafirin. Das heißt, die waren nicht zu Hause, die haben in die Erde sich verteilt. Fasihu fil ardu. Das heißt, die waren nicht zu Hause. Vor sie kriegen. Wenn wir jetzt, wie Harut ja vorher gesagt hat, das ist nicht in Mekka, sondern in Medina. Aber wenn ich etwas in Mekka schon bekommen habe, wo es heißt, bei 290 kämpft aber nur gegen die, die gegen euch kämpfen, ändert dieser Vers sich komplett, dann haben wir eine Summe. Aber das ist das, was ich immer sage, wenn ich aus der Bibel was lese, jetzt nur einen Vers, oder wie heißt es bei euch? Oder Vers, oder? Ja, Bei euch Vers auch. auch Vers, ja. Ja, Das ist einfach wenn ein ich jetzt, deutsches Wort, Vers. okay, Bruder Alimo, ich verstehe 100%, was du wenn ich jetzt nur einen Vers oder zwei nebeneinander lese, würde der Harut sagen, halt, aus der Ja, das Bibel. stimmt, mein Dann Bruder müssen wir Alimo. aber auch beim Koran das machen. Wenn ich Ja. jetzt zurückgehe, Harut wird uns bestimmt die zwei Bakara 190 aufmachen Ja. und das uns lesen, weil der Koran sagt selber im Vers Hud 1,2, der Koran erklärt sich selber vom Versen zu Versen. Also müssen wir den Stimmt. kompletten Koran dann wissen. Ja, Und das wenn wir stimmt. das, Aber Alimor, Alimor, Bruder, das haben wir wenn doch wir, auch schon besprochen. Alimor, da, guck mal, das haben wir aber auch schon besprochen. Dieser Vers ist aus Mekka. richtig, aber wenn ich zum Propheten sage, in Mekka, das war ja vorher,
Wenn ich da zu ihm sage, du pass auf, ihr kämpft nur gegen die, was gegen euch kämpfen, dann heißt es, in Medina zählt es immer noch. Also, ja. Und dann, wenn wir dann zu 60 gehen. Das wurde abrogiert. Ja, so kommt es mir vor. Jungs, ihr habt schon eure eigene Meinung euch gebildet. Ihr wisst ja sogar die Evangelien besser als die Katholiken und besser und den Koran besser als Muslime, die den Koran jeden Tag lesen. Karale, guck mal, du tust dich gerade in einem. Guck mal, Karale, du bist der Perfekt. Guck mal, du bist die Perfektion eines Wolfes. Glaub mir. Ja, mein Familiensymbol ist ein schwarzer Wolf, ja. Guck mal, du tust dich absichtlich in eine Opferrolle, in der du eigentlich gar nicht sein müsstest. Pass auf. Ich versuche die ganze Zeit immer. Guck mal, wenn du mir eine Stelle aus der Bibel vorliest, dann zeige ich dir, wo zum Beispiel der Herr Jesus Christus gesagt hat, wo er Prophezien prophezeit hat, wo er geheilt hat. Und wenn du irgendwas nicht verstehst, du kannst das selber nachforschen. Du hast auch das Recht dazu zu sagen, ja, aber das ist so gemeint, das ist so, das ist dein Recht. Genauso ist das auch mein Recht, weil der Koran ist doch laut Islam für die ganze Menschheit gekommen. Ja, aber wir antworten. Genauso ist das auch mein Recht. Ist das nicht? Ja, genauso ist das auch mein Recht, kritisch an die Sache ranzugehen und zu sagen, okay, was ist damit gemeint, was ist damit gemeint, wenn sich das damit auslegt. Wie legt sich das damit aus? Ich beantworte dir. Wir beantworten dir als Christen alle Fragen. Natürlich. Aber dieser Vers, Sure 2 in Al-Baqarah, tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie von, wo sie euch vertrieben haben. Denn Verfolgung ist schlimmer als Töten. Das ist in Mekka passiert, als er noch nicht hinüber da wurde. In Mekka war doch gar kein Krieg. Guck mal, er wurde angegriffen. Er wurde angegriffen. Ja? Er ist abgehauen. Und ist dann abgehauen. Richtig. So. Ja, ich frage mich, haben sich die 2000 Quraysh da freiwillig köpfen lassen? Nein. Wo? Die haben vorher ein Magnum bekommen zum Essen. Also, als sie dann in der Mehrzahl waren. Mein Bruder, als sie dann in der Mehrzahl waren. Ja? Okay, dann musst du mir etwas erklären. In Medina, als sie in der Mehrzahl waren, dann ging dort Rambazamba mit Schwert. Nein. Aber ich meine, meine Brüder, ich würde genau was an Karali, mit Karali kurz reden. Das geht gar nicht um Glaube oder ich. Du weißt, woher ich komme, wenn ich frage. Wir kennen uns schon, Karali. Ja. Woher ich komme, wenn ich jetzt diese als Geschichte lese und nicht als Glauben, einfach Geschichte, dann wenn ich, was ich daraus in meinem Kopf vorstellen kann, dass zum Beispiel ich habe eine Bevölkerung, wir sind jetzt 100 Leute, ich bin aus Dortmund und dann gehe ich halt 4 Monate innerhalb Deutschland. Dann gehen wir, keine Ahnung, einer geht in Frankfurt, einer geht bla bla bla, so verteilen wir uns, 20 Leute. Und dann schließen wir einen Vertrag mit diesen Leuten, wo wir fremd gerade sind und wir sagen, wir machen Friede und so weiter und so alles. Und wenn diese Leute unzufrieden mit unserer Artungsweise im Leben sind, die sind unzufrieden mit, wie wir unsere Kultur verbreiten, die wollten uns raus, dann dürfen sie die Leute umbringen. Das ist, was ich in meinem Kopf verstehe. Nicht außer vom Glauben, sogar, ich lese gerade nur ein Geschichtebuch. Einfach, was die Geschichte erzählt. Darf ich darauf antworten? Natürlich, Bruder. Also natürlich, das, was du sagst, stimmt ja. Wenn die Menschen an der Macht sind und diese Menschen, die an der Macht sind, sind keine gerechten, gütigen Menschen, dann werden sie dasselbe machen, was die Nazis bei den Bevölkerung gemacht hat oder andere Völker bei anderen Völkern gemacht hat. Das ist ja klar, aber wir gehen ja davon aus, also Alem und ich, dass unser Buch, was wir gerade vor uns liegen haben, von den Schöpfern aller Dinge herabgesandt worden ist und der eine Gesandte, den er sich auserwählt hat, halt nicht diese zwielichtige Person ist, die ganze Zeit hier so suggeriert wird, dass wir es halt so aufnehmen sollen. So ist es halt ja nicht. Deswegen wissen wir auch, warum der Vers da ist. Und dieser Vers, mit welchem Vers gelesen wird und welches Gesamtbild am Ende entsteht. Weil der Mohammed, der die Leute töten wollte, hätte auch bei der Schlacht von Badr,
wo er die ganzen Leute festgenommen hat, hätte sie alle hinrichten können. Und wäre in Mekka einmarschiert, die Armee von Mekka wäre nicht da gewesen und die Sache wäre fertig gewesen. Also wenn man schon Quellen dann auch nimmt, dann ist es auch wichtig, die anderen Sachen mit zu berücksichtigen. Ich zum Beispiel nehme das, alles, was da ist, was der Koran als richtig bestätigt. Ich schaue im Koran Kerim nach. Ich finde einen Weg, ich finde ein Bild. Und das reicht mir. Und ich bin ja selber mit meinen Sachen selbst beschäftigt. Wenn ich jetzt mit euch als Beispiel über die Religion reden wollen würde und ich frage euch über den Alten Testament, warum dort Gott zum Beispiel ein Volk mit einem anderen Volk ausgerottet hat und ihr gebt mir eine Antwort, dann würde ich zu euch nicht sagen, aber warte mal, der eine selbe Gott, der doch den Messias prophezeien tut in seinen alten Büchern, hat doch dann auf einmal einen anderen geschickt und der auf einmal will niemanden mehr töten. Was für ein Gott ist das? Ja, mein Bruder, solche Fragen stelle ich nicht. Ich bin aber nicht auf einen anderen Punkt gesprungen, mein Bruder Karel. Ich habe nicht anderes gefragt, wirklich. Nein, ich habe jetzt dich nicht gemeint. Es war jetzt allgemein das ganze Thema. Ich habe ja darauf geantwortet. Du hast ja eine Frage gestellt. Ich habe gemeint, wie bei den Nazis wäre es dann gewesen. Die gingen davon aus mit allem, dass der Prophet ein rechtschaffender Mensch war und dass Gott, der Allmächtige, ihn auserwählt hat. Habe ich schon darauf geantwortet. Und da habe ich dann ein Beispiel gegeben, wenn ich euch das fragen würde über das Christentum oder über das Alte Testament und ihr mir eine Antwort geben würdet, dann würde ich nicht versuchen, kritisch zu sein und zu sagen, aber warte mal, der Gott im Alten Testament und der Gott im Neuen Testament sind ja zwei. Was passiert gerade hier? Der eine hat ein ganzes Volk ausgerottet und der andere sagt, gib deine andere Wange auch hin. Würde ich halt nicht machen, weil ich bin ja nicht da, um eure Religion zu widerfragen. Aber zu Karali, das interessiert doch niemanden. Das interessiert wirklich niemanden, keinen Schwein, was du über uns denkst oder nicht. Ja, du bist sauer jetzt gerade, Harut. Nein, wir sind nicht weiter diskutieren. Karali, pass mal auf. Nein, guck mal. Du fühlst dich immer angegriffen und danach kommst du mit dubiosen Aussagen. Guck mal, das ist nicht Zwielichtigkeit. Hallo? Das sind, ja, du hast schlechtes Internet. Du hast schlechtes Internet. Schau mal. Und zwar, guck mal, wir als Christen, wir wollen, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir wollen, dass du den Islam, genauso wie mit Alimo, wir wollen, dass ihr den Islam einfach verlässt und wir wollen, dass ihr Christen werdet. Wir wollen, dass ihr wisst, was mit euch passiert. Deswegen sind wir auch hier. Wir können und wir wollen auch jede Frage beantworten. Wir finden es gerecht. Wir finden es gerecht, dass Gott Völker ausgerottet hat. Das ist seine Gerechtigkeit. Ja? Und das ist auch seine Aufgabe gewesen, seinem Volk Schutz zu gebieten. Okay, dann. Ja? Da hast du die Antwort auf Kapitel 5 bekommen dann. Nein, pass auf. Der Koran ist nach der Bibel gekommen. Ja? Und wir Christen, wir folgen den Herrn Jesus Christus im Neuen Bund, im Neuen Testament. Er sagt, nicht nur haltet die linke Seite hin, er sagt, betet für eure Feinde und segnet die, die euch fluchen. Ein wahrer Christ würde niemanden umbringen. Er würde für seinen Glauben sterben. 500 Jahre später kommt der Koran herabgesandt, der angeblich von demselben Schöpfer ist, was ja sogar jeder Scheik, jeder Schiuch sagt, dass das nicht derselbe Gott ist. Dass der Gott des Korans Allah heißt und dass der Gott der Bibel Yahweh heißt. Jeder Schiuch lehrt das auch so. Kommt plötzlich ein neuer Schöpfer, der auch die Schöpfung so verdreht. Ja, in Sure 41 steht geschrieben, dass er 8 Tage für die Schöpfung gebraucht hat. In Sure 25 steht geschrieben, dass er 6 Tage für die Schöpfung gebraucht hat. In dem Hadith steht, dass er 7 Tage gebraucht hat. So. Und an diesem Gott glauben wir nicht, weil er die Mushrikun hat töten lassen. Ganz einfach. Und da steht nicht drin. Und wahre Christen haben niemals Mohammed angegriffen. Niemals. Er hat aber den Auftrag bekommen, sie aus der arabischen Insel zu vertreiben. Und das gilt bis heute. Kein Christ darf nach Medina. Eine kurze Frage habe ich da an dich dann noch. Okay, ja, ich verstehe deinen Standpunkt. Das ist ja deine Meinung und dein Glaube. Das ist ja gut. Nicht so, nur von mir, mein Lieber, auch von dir. Ich verstehe euch. Nein, ich verstehe das vollkommen. Ihr wisst auch, dass mein Content ja auch gar nichts mit dazu zu tun hat, dass ich zum Beispiel mit Christen, Juden oder andersgläubigen Menschen diskutieren tue. Mein Content ist ja, dass ich mich eigentlich um meine eigene Baustelle kümmere. Was wollt ihr jetzt dann machen, wenn ihr jetzt den ganzen Tag hier nur damit eure Zeit verbringt, das bringt auch gar nichts, dass ihr
solche Sachen aufstellt über den Islam, dies, das. Was macht ihr mit den Christen, die homosexuell geworden sind? Die Christen, die vom Weg abgefallen sind? Die Christen, die Verwirrung in ihrem Kopf haben wegen ihren Schriften? Sind dann diese Leute nicht mehr wert, dass man sie rettet mit den Sprüchen aus dem Alten Testament? Dass man Dass das nichts bringt, ist eine Lüge. Weißt du, wie viele Menschen durch diesen Content den Islam verlassen? Und zweitens, es ist egal, ob jemand das Christentum verlässt für denjenigen. Wir glauben, dass ein echter Christ niemals den Herrn Jesus Christus verlassen kann, weil der Herr Jesus Christus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Okay. Niemand. Du kannst auch nicht selber weggehen. Das heißt, wenn du selber weggehst, gehörst du zu einem Schaf, der zu dieser Herde gehört, und der Hirte holt ihn wieder zurück. Und das ist Jesus. Okay. Wir glauben, dass er seine Herde unter Kontrolle hat. Und es geht nicht um die anderen, Karole, es geht wirklich um dich. Wir wollen, dass du Christ wirst, damit du nicht in die Hölle gehst. Also meine Meinung nach, wenn ich was erzählen darf, Bruder, ich möchte nicht, dass, also mein Ziel von diesen Gesprächen ist nicht einfach, dass die Muslime oder irgendwas die Religion verlassen, ehrlich gesagt. Warum ich hier bin und ich hier erzähle, weil ich kenne, wer die Wahrheit für sich gesagt hat. Er sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Licht, und mehr ist das nicht. Also diese Religion und so weiter. Für mich, ich habe keine Religion, die mich an diese Erde einfach 100% verbunden ist. Meine Religion für mich ist, was heißt Religion? Die Wahrheit, wer mich rettet. Ich, wenn ich jetzt, also ehrlich jetzt, Bruder, sagen, wenn ein Muslim zu uns kommt und sagt, ich mache diese Content für euch, damit ihr Christentum verlässt, dann, soweit du diese Wörter nur gesagt hast, dann wird er nie wieder was ernst nehmen, weil er weiß, er denkt, oder vielleicht er versteht sogar vielleicht gar nicht, dass du das gut meinst. Er wird das sogar schlecht interpretiert. Er denkt, boah, warum will er, dass ich meine Glauben verlasse? Weißt du, was ich meine? Also ich sage dazu, ich bin keiner, weil wir können einfach nicht jetzt ignorieren, dass 1 Billion Mensch Muslim ist. Das kann man einfach, diese Fakten, nicht ignorieren. Ob es jetzt wahre Glaube oder nicht, davon rede ich momentan gar nicht. 1 Billion Mensch auf die Erde ist Muslim, ob mit Schwert oder ohne Schwert oder heute haben wir Internet, haben wir Gesetze. Muslime sind immer noch in Deutschland, die sind immer noch Muslime. Keiner darf die umbringen, wenn die die Religion verlassen. Die bleiben trotzdem Muslime. Warum bin ich hier? Ist einfach, die Wahrheit zu sagen, weil ich nicht die Wahrheit bin. Ich sage, dass die Wahrheit Jesus ist. Er sagt uns, hört auf, die originale Sünde zu verbreiten. Seitdem Adam gesagt hat, ich will wissen, was das Gut und was das Böse ist. Ich will Gott spielen. Und das machen wir jeden Tag und diskutieren wir alle miteinander. Und das wird uns auch nie wieder bringen. Wir sind hier als bestraft auf die Erde. Das vergessen wir. Das ist eine Strafe. Der hat uns rausgeschmissen vom Paradies auf die Erde. Der hat uns den Scheitan geschickt, der Teufel. Also, aber Joshua, du liest doch dieselbe Bibel, mein lieber Bruder, wie ich. Ja, natürlich. Ich sage auch und nicht. Was steht denn da geschrieben, mein Lieber? Da steht geschrieben, wir sind jetzt stellvertretend für Jesus hier am Leben. Genau. Ja? Wir sind jetzt für den Herrn Jesus Christus stellvertretend hier am Leben, um was zu machen? Um den Menschen zu sagen, dass sie sich mit Gott versöhnen sollen. Das stimmt 100%. Und du machst das auch, mein Bruder. Ich weiß das. Ich sage nicht nein. Was ich meine nur, ist, Gott hat uns diese Gefühle gegeben, damit wir einander verstehen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir, mein Bruder, sage, weißt du was, du trinkst, keine Ahnung, Eiskaffee ist Müll. Weißt du, dann wirst du von mir gar nichts mehr anderes hören. Gott hat uns diese Sympathie gegeben, einfach erstmal. Wir sind gar nicht aggressiv. Jesus hat nie ein Schwert genommen oder jemand sogar geschlagen mit seiner Hand. Und du weißt das. Und ich weiß, dass du das gut meinst, wenn du sagst, ich will, dass die Leute Islam verlassen. Aber die werden das nicht so verstehen, wie du sagst. Das meine ich. Ich kann ja von meinem eigenen Erlebnis was euch erzählen. Ich war 8 Jahre alt und eine Familie Schwarz ist immer zu uns gekommen. Das waren Zeugen Jehova. Und meine Familie ist gar nicht konservative Familie gewesen. Und die haben mit uns dann gebeten, dürfen wir zu ihnen kommen? Habe ich gesagt, ja, meine Mutter, natürlich, kommt rein. Wir sprechen alle fließend Deutsch.
Und dann kamen sie rein und haben uns halt dann über Jesus was erzählt. Und wir waren natürlich sehr begeistert über Jesus. Das hat uns sehr berührt, so schöne Sachen. Und dann fingen sie dann beim nächsten Gespräch an, halt zu differenzieren, halt, dass Mohammed, Allahs Frieden sei mit ihm, nicht von Gott auserwählt ist und aber Jesus selber Gott ist und die Wahrheit spricht und Mohammed ein Lügner ist. Und das hat dann natürlich dann bei uns die Familie getriggert. Dann fing meine Mutter an, die Bücher aufzuschlagen. Die hatte das noch nicht im Kopf gehabt, die Bücher aufzuschlagen. Das ist jetzt fast, oh mein Gott, fast 30 Jahre her. Und hat die Frau angefangen, den Koran zu lernen. Und die Frau hat sich dann reingesteigert. In einem Monat, in zwei Monaten, drei Monaten, auf einmal meine Mutter trägt ein Kopftuch. Und die Familie Schwarz kommt zu uns und sieht meine Mutter mit Kopftuch. Und wir unterhalten uns. Meine Mutter packt die Verse aus und es gibt eine Diskussion. Weil ja, dann hat dann die Familie Schwarz auch uns dann gefragt, also wenn wir beim nächsten Mal kommen würden, würden sie dann Jesus als ihren Gott annehmen? Dann hieß es dann nein, aber sie können gerne zum Abendessen wieder kommen. Und dann war das Gespräch dann auch zu Ende, dann kamen die auch nicht. Aber sie waren halt der Grund dafür, dass die verstaubten Bücher in unseren Bücherregalen dann ihren Staub verloren haben. Und aus dieser Sache komme ich zum Beispiel. Das hat mich dann mit 14 dann so sehr geprägt, dass ich dann das Studium angefangen habe. Egal, was ich gelernt habe, ist uninteressant. Am Ende habe ich dann den Weg zum Koran gefunden. Ja, das ist, was ich damit meinte. Ganz wenn genau. Ich, egal zu jemandem gehe, egal was, um welches Thema, und sogar der Religion ist sogar ein sehr sensibles Thema. Die Leute, wenn sogar alle, wenn jemand jetzt über den Koran oder Bibel redet, dann fühlen sie sich selber beleidigt und nicht das Buch selbst oder die Idee darin. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt hier im Koran ist eine Lüge, dann ein Muslim wird sich wegen meiner Wörter sich beleidigt fühlen, weil, obwohl ich das gar nicht persönlich meine, Ich meine nicht du bist ein Lügner, sondern was da drin steht, ist eine Lüge zum Beispiel. Auch der Atheist. Der Atheist würde sich aufregen, wenn man ihm so ins Gesicht sagen würde, ey, was du da glaubst, ist Bullshit. Genau, und deswegen, Gott hat uns diese Gefühle gegeben. Die können die einfach nicht ignorieren. Deswegen hat er erlaubt, dass wir sogar Kinder machen können, damit wir diese Liebe von Vater zu Sohn oder Mutter zu Sohn verstehen können. Warum werden wir uns sogar innerhalb von einer Sekunde opfern für unsere Kinder, wenn es zur Not kommt? Und das erklärt uns damit unser Vater, der Gott. Er sagt uns, liebt einen anderen. Er gibt uns Gefühle, er gibt uns Gehirn. Wie können wir einen anderen verstehen und unsere Idee einfach weiter verbreiten? Und das Erste, was ich finde, egal was ich sage, zum Beispiel, ich sage jetzt, keine Ahnung, ich sitze gerade mit drei Frauen, okay? Und ich sage die einfach irgendwelche Wahrheit, aber so provozierte Wahrheit. Ich sage, Frauen sind schwach, verstehst du? Dann werden die alle sauer sein, obwohl die Realität ist, dass der männliche Körper stärker als die Frauenkörper ist. Und die werden gar nichts mehr von mir hören. Das hatte ich bei Ding, du hast da vollkommen recht. Es gab eine Dame hier, Gülhancel, glaube ich, heißt sie. Und ich habe dann gefragt, was denkt sie darüber, was Paulus in den Briefen schreibt, ob eine Frau predigen soll oder nicht predigen soll. Dann war sie sehr, sehr sauer auf mich, obwohl es halt in den Evangelien, also in den Briefen steht. Da war sie sehr sauer auf mich. Fertig, weil die fühlen sich direkt angegriffen. Das stimmt. Ja. Und das ist die Sache. Deswegen haben wir 50.000 Bücher, 50.000 Religionen auf der Erde. Das ist eine Strafe. Ihr sollen uns weiter miteinander streiten. Wir sollen uns miteinander denken, dass wir die Wahrheit besitzen. Aber die Wahrheit liegt für mich halt in Jesus Christus. Weil er selber sagte, dass er die Wahrheit ist. Ich habe das nicht gesagt. Und wer hat darüber geschrieben? Steht in der Bibel. Die Leute, die mit ihm gelebt haben, die haben nicht, Jesus hat nicht gesagt, jetzt macht eine Religion, ihr seid jetzt Orthodoxen oder irgendwie irgendwas. Er hat mit alle gesprochen, mit Juden, mit Leuten, die, keine Ahnung, die Steuer gesammelt haben von den Leuten. Mit Kriminellen hat er gesprochen. Und dann haben die ihm gesagt, warum redest du mit den Leuten? Dann hat er gesagt, ich bin nicht hier, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber damit es gemeint ist, ich bin nicht hier auf die Erde gekommen, um die Guten mit dem zu reden, sondern die Sündern oder die Verlorenen. Mhm. Das ist damit gemeint, wenn ich sage, ist die Liebe die Antwort. Der sagt uns, der bringt dieses Liebe immer wieder hin und her, Liebe vom Vater zu Sohn. Wir sind alle Söhne von Gott.
Damit ist er damit nur gemeint. Jeshua, ich habe ja gestern auch gesagt, ich debattiere niemals mit einem Christ über seine Religion. Debattiere ich nicht. Ich habe keine Chance gegen den. Er kennt seine Religion besser als ich, egal wie viele Bücher ich von denen lese. Er ist da drinnen. Ich kann nur lesen und dann antworten. Und das andersrum gleiche. Ein Christ kann mit mir nicht über Koran lange diskutieren. Der kann diskutieren, aber es wird nichts bringen. Und deshalb sage ich immer, wenn ich jetzt morgen Christ werden will, dann komme ich zu einem und sage zum Harut, Harut, pass auf, ich will Christ werden. Und das ist die schöne Sache, Alimo. Weil ich doch den Koran, der ist doch nicht. Ich will jetzt mal zu dir, erklär mir deine Bibel, erklär mir Jesus. Und dann ist die schöne Sache. Nur so bin ich dann auch von Herzen Christ geworden. Andersrum gleiche. Wenn Harut morgen sagt, langsam habe ich die Bibel Schnauze voll, ich glaube doch nicht, und komm zu mir, erklär mir mal, wie deine Religion ist. Dann erkläre ich ihm das. Aber alles andere, diese Debatten, was die manchmal machen, glaub mir, die kriegen beide Seiten. Die hassen die, und im Endeffekt hat keiner gewonnen, außer der Teufel. Das stimmt. Es und ist die Sache, so. Und die schöne wenn ich heute meinen Koran doch nicht will, oder doch denke, nein, es gibt keinen Allah, glaubt der Jesus ist Gott, dann gehe ich zu einem freiwillig, damit es dir von Herzen kommt. Genau. Das verstehen viele Menschen nicht. Ich habe den Sunniten heute das Gleiche sagen wollen. Hey, indem ihr die anderen beleidigt, denkt doch nicht, dass ihr was Gutes seid. Nur dann, wenn du dem widerlegen kannst, etwas, einen Satz, einen Vers, hast du nicht jetzt höher, bist du nicht höher, sondern du bist noch schlechter. Predige mit dem schönen Mund, sag, was du glaubst. Wenn er das hört, vielleicht wird er von alleine kommen. Genauso sage ich das auch zu einem Christen. Und deswegen, das. Mein Bruder Alimo, meine Erklärung ist dazu halt nur, warum zum Beispiel, es geht gar nicht jetzt gerade um Glauben. Wenn ich jetzt über den Koran lese, ich lese öfter über eine Umma, aber wenn ich Jesus Christus höre, was er davon erzählt, wir sind keine Umma, wir sind keine Bevölkerung, die geliebt für nur Jesus ist, die uns einen Namen haben. Verstehst du, der sagt nicht, jetzt seid ihr Christen und ich liebe euch und den der ja, Rest. Ja, ich verstehe. Das ist der Unterschied, weil warum? Warum die Erklärung ist von Christentum überhaupt nicht als Religion, sondern als, wie ein Gott und was er getan hat. Warum hat er sich opfern lassen, also dem Fleisch? Warum hat Gott seinen Sohn geschickt, dem Fleisch und sich opfern? Weil wenn wir lesen im Alten Testament, dass die Juden damals, wenn die eine Sünde gemacht haben, die waren sogar gezwungen, oder was heißt gezwungen? Das war eine Regel, dass sie irgendwas opfern müssen, ein Tier schlachten oder irgendwas anderes. Ich habe voll Bock bekommen auf Currywurst irgendwie. Ich habe noch nie in meinem Leben Schweinecurrywurst gegessen. Schmeckt richtig gut, mein Lieber. Ess du dein Sujuk. Ist das diese Curry 36? Heißt das so? Ja. Okay. Heißt das so Curry 36? Passt auf, ihr Lieben. Was ich dazu sagen will, ist, das stimmt. Christen werden an der Nächstenliebe erkannt, definitiv. Ja. Und ohne die Predigt, ohne die Verkündigung wird auch kein Glaube kommen. Nein. Und das ist ja, was ich jedes Mal mache. Jeder, der mich hier auf TikTok verfolgt, weiß genau, ich fange immer mit einem Thema an aus der Bibel oder mit einer Predigt. Ja. Und die meisten, die hochkommen, das weiß mittlerweile jeder, die meisten, die hochkommen oder beleidigen oder Fragen stellen, sage ich mal, sind entweder, um es für Alimo richtig zu sagen, Sunniten, aber es sind halt, die nennen sich Muslime, fertig. Ja, und die haben halt Fragen und wir beantworten die Fragen sehr gerne. Das ist doch schön. Sehr gerne. Das ist ja das Schöne. Ja, das ist ja gut, dass wir euch haben, dass ihr Fragen beantwortet, aber dass ihr euch Meinungen über Personen erstellt, das ist halt dann ein bisschen verkehrt, weil niemand kennt ja die Absichten in den Herzen der Menschen.
Also, das hat ja, wenn wir zum Beispiel eine Diskussion führen und ihr sagt etwas, dann dürfen wir nicht zurückantworten, weil sonst sind wir dann die Wölfe oder wir sind dann die Affen oder vielleicht sogar Schweine. Das ist halt ein Problem dann, weil es Ja, gibt pass, Menschen. aber pass auf, Ja. Gott sagt auch in seinem Wort, dass Menschen, die den Geist Gottes in sich haben, die können die Menschen auch beurteilen. Und es gibt Ich sag's Urteile. auch, das ist ein bisschen zu weit gehoben. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn ich merke, dass jemand so drumrum dribbelt oder spielt, ja, und ich habe aber vorher genau zwei, dreimal genau präzise gefragt. Ja, wir sind ja alle keine 18 mehr oder keine, sage ich mal, keine 8 mehr. Hallo, ja, wieso schließt du mich schon wieder aus? Bitte? Wieso schließt du mich schon wieder aus, mein Bruder? Wieso geht immer auf die Jüngeren, mein Bruder? Weil du noch lernen musst. Ich lerne ja. Ich, also Das die ist, Sarah hat das, mich dann verlassen. guck mal, Die Sarah hat mich schaut schon mal, mal in der verlassen, aber Bibel du hast lässt du doch Halle. lernen. In der Bibel, pass auf, Karole, das war nicht gegen dich als Persönlichkeit, sondern ich habe da erkannt, dass in dem Moment das Thema nicht richtig angesprochen wird, weil Nein. in der Bibel steht auch, dass der Herr zu uns sagt, wir sollen jeden Menschen ermahnen, damit sie wie Jesus werden. Das heißt wahrhaftig, ohne Falschheit, Aber ohne das falsche ist Hintergedanken. Anmaßung, das ist aber Anmaßung, weil dann könnte ich dir auch aus dem Koran rezitieren und die anderen, die mit euch diskutieren, wie du auch vorhin gelesen hast, sie reden nur aus Schippe, aus Themen, wo sie sich nicht Vermutungen. sicher sind, wo sie sich uneinig sind, wo sie nicht klar, wo keine Klarheit herrscht. Kein Problem, kein Wenn wir Problem. Aber du anfangen, bist ja selber jetzt hier darüber zu gelandet. reden, Du nein, aber ich bist ja meine, jetzt das zweite, dritte Mal bei mir gelandet und du ja, kennst mich aber mittlerweile. ich will ja mich Ali mit dir Mordai kennt unterhalten. mich, Adler Ja, kennt mich. Ich bin direkt, ich bin ehrlich. aber ich bin ja nicht hier, um dich zu bekehren oder deinen Glauben zu widerlegen oder hier reinzukommen und dir Ich weiß, einen Karale, aber tierischen Attribut anzueignen. Also, guck mal, weißt du, was ich Karale, meine? du bist, ich weiß, aber Karale, aus meiner Meinung nach, du weißt ja, auch im Islam geschieht alles durch Allahs Wille. Ja, nicht Schicksal, Allahs Wille. Nicht Ich alles, bin der, nein. ja, nicht alles, okay, aber sagen wir Ja, mal, es geschieht. sagen wir so, wie es Ali gesagt. Ich Genau, die weiß, dass Bibel du nicht betrachtet es deswegen halt. da bist, aber meiner Meinung nach bist du auch nicht ganz umsonst bei uns, Nein, weil ich hier suche wirst den du Christ. Ich geliebt, suche Christen, ja. Ich suche pass auf, hier Christen, mit wirst du denen ich reden geliebt, kann. hier wirst du akzeptiert, hier wirst du zugehört, hier wirst du aber auch ermahnt, hier wirst du auch streng behandelt, weil wir dich lieben. Fertig. Ja, aber sobald ich was sage, bin ich dann der Wolf. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch falsch dann. Nein, guck mal, Obwohl mein nicht du, Familienpapst der Christ sondern diese ist. Heuchelei. Guck mal, Das ist doch keine wenn ich merke, dass Heuchelei. Das jemand ist doch keine heuchelt Heu. Aber ich bin doch kein und drumherum, Heuchler. guck mal, pass auf, das Thema. Wir können Nein. es nochmal anschneiden. Das Thema, du weißt ja, was das Thema war. Das Thema war, ob im Koran Kerim Shaitan sein Einfluss ist. Ich habe dir Nein gesagt. Da spricht Allah. Da sagst du Nein, aber in den satanischen Versen. Das gibt schon Richtig. ein Buch darüber. Das ist so. Ich sag dir aber Nein, weil die Nein, nein, satanischen das war Verse. schon danach vorbei. Das war das Thema davor. Dann auch die Das war Sache mit den mit der Sure Schutzmonaten. Das war Taube, mit den Sure 9. Schutzmonaten, richtig. Genau, da ist das Da passiert. auch. In Vers 5 ist das passiert, wo ich zu dir gesagt habe, dass wenn die Schutzmonate vorbei sind, ja, das ist damit gemeint, also das war kein Angriffskrieg. Das war keine Verteidigung, das war Angriffskrieg. Und da steht drin, wenn die Schutzmonate vorbei sind, erst dann, wenn sie Schutzgeld bezahlen, erst dann sollen sie in Ruhe gelassen werden. Und Was das ist hast du mit nicht dem, klar gesagt. was ist dann mit dem vierten Vers gemeint, dann eins drüber? Warum sollen die Leute, mit denen man Verträge hat, in Ruhe gelassen werden? Dann, Ja, um da geht wen es um geht es dann in dem Schirikin. fünften Vers dann? Ja, da geht es um Bruder Schirikin, die Kerali, Jizya bezahlen. das stimmt, Bruder Kerali, aber was ich doch erzählt habe, ist, ich bin jetzt hier nicht, um den Koran zu widerlegen oder irgendwas, um Gottes Willen. Nein, das ist nicht mein Punkt jetzt, aber die Sache ist eine Geschichte. Die sollten sich verbreiten und wenn die den Vertrag, also was sie, was sie sich zusammengehalten haben, okay, wir machen das so, wir machen das so. Wer das bricht, dann bringen die um. Ja, das stimmt. Aber die Sache ist, wenn ich in mein fremdes Land gehe als Minderheit oder auch wie auch immer, auch wenn ich zu viel bin, und dann gehe ich da und ich sage, ich bin jetzt hier, wir sind jetzt hier unter dieser Voraussetzung, die sagen, ja, das sind unsere auch Voraussetzungen, bla bla bla, wir halten die ein. Die sagen uns aber, wir wollen euch nicht mehr haben. Ihr bringt uns, was uns gar nicht gehört. Dann heißt das, dass sie den Vertrag Der Empfang ist weg.
Ja, und deswegen, warum darf man überhaupt irgendwo reingehen? Bei mir ist der Empfang weg, ich höre euch nicht. Ach so. Jeschua, als du das gelesen hast, diesen 5.9. Also ich habe von 1 bis 9 gelesen. Da ist doch bei denen die Mushriki, ne? Da ist doch davor ein L. Ja. Heißt das nicht im Arabischen bestimmte? Nein, L ist genauso wie auf Deutsch der, die, das, dem, den, genau, das, der, die, das, also L, ja. Bestimmte. Nicht, also die bestimmte. Nein, Al-Mushrikin können alle Mushrikin sein. Das heißt, das ist nicht bestimmte. Wenn bestimmte ist, dann sagt er zum Beispiel irgendwas anderes. Aber Al-Mushrikin, das heißt, zum Beispiel, wenn ich sage Al-Karasi, also Kirsi, ja, ist ein Stuhl und Al-Karasi sind die Stühle. Genau, das heißt, da gibt es die bestimmte Stühle. Gibt's ja auch die Artikel, ne? Ja, aber das meinte ich. Die Stühle, also Al-Karasi, das sind nicht bestimmte Stühle, sondern die Stühle in generell. Ja, und wenn du ja vorher lesen tust, kommt ja da was mit dem Vertrag, dann bezieht sich doch das auf die Stühle, ja, welche das du willst. Das stimmt, und das meinte das ich. Meine, die wandern aus irgendwo Fremdes oder die gehen zu irgendwo, wo die nicht gehören, und dann wollen die sogar mit Regeln führen. Genau. Und um das nicht alle gemeint zu sein, habe ich gesagt, wenn wir jetzt dann in die Sure 60 gehen und 7 und 8 lesen, dann verstehen wir, dass dort steht zum Beispiel, dass wir die Ungläubigen gut behandeln sollen. Deshalb kann dieser Vers, was du jetzt gelesen hast, nicht alle gemeint haben, sondern die bestimmten. Weil das ist das, was ich erklären will immer. Ich verstehe dich ganz genau. Aber meine Antwort ist nicht aus, was später kommt oder was sie glauben oder irgendwas. Ich rede nur eine Geschichte und wie ich das vorstelle, weil ich das verstehe. Ich wandere aus. Ich nehme meine Bevölkerung mit zu einem fremdes Land und ich gehöre da gar nicht dazu. Ich bin ein Fremd. Und wir machen, die sagen uns, okay, du kannst hier bleiben. Entweder ich gehe mit einer Armee oder mit Leuten, keine Ahnung, wie das ist. Ich weiß die Geschichte nicht. Ich erzähle nur von mir. Wenn ich jetzt mit Waffen gehe dahin, dann sage ich, wenn ihr Ruhe haben wollt, dann wollen wir das und das und das. Zuerst bin ich der Angreifer, weil die in Ruhe sind und ich bin dazu gekommen. Zweitens, wenn ich mit ohne Waffen da gegangen bin, okay, ausgewandert, dann bin ich immer noch der Angreifer, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sage nicht jetzt als Muslim oder Christ, ich komme aus Syrien, ich komme nach Deutschland hier, okay, und ich sage, ja, bei uns werden Polizisten so oft bezahlt auf Straße, ich möchte das auch hier haben. Dann sagen die mir die Deutschen, nein, hier wird kein sowas nicht funktionieren, du musst deine Strafe bezahlen. Ja. Dann sage ich, nein, ich möchte das trotzdem, dass wie bei mir ist. Dann sagen sie mir, dann geh raus, woher du kommst. Dann sage ich, aha, denn unser Friedensvertrag ist unterbrochen und ich darf euch umbringen. Das ist mein Problem. Mehr schon, ist das nicht. Aber der Prophet, der Mohammed, war ja in dem Land kein Ausländer. Ich sage, was ich davon verstehe. Und der, ja. Und der sagt, Versichu fil Arda, und da ist nicht gemeint nur ein Ort, sondern fil Arda, in die Erde. Ja. Ja. Yeshua, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Bitte. Und zwar, was er eben gesagt hat, das ist eine sehr schöne Frage, und zwar der Vers 4. Da steht geschrieben, mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Richtig? Das ist auch, pass auf. Das ist auch so, wie da steht am Ende des Verses steht geschrieben, so erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten Frist. So, da gab es eine Ausnahme. Aber guck mal, da ist wieder jetzt ein Problem, wenn man nur an den Koran glaubt. Und zwar, man wird nur, wenn man dann den Koran glaubt, nie herausbekommen, was dieser Vertrag war, mit wem dieser Vertrag war,
wie lange dieser Vertrag ging. Das ist doch nur ein Fallbeispiel. Das ist doch ganz nein. Das ist kein Fallbeispiel. Okay, du weißt es besser als das. Aber sagen wir, das ist ein Praxisbeispiel. Das ist ein Praxisbeispiel. Du kriegst die Antworten, kriegst du nicht alle nur aus dem Koran. Das will ich dir damit sagen. Aber du weißt nicht, wann die Schutzmonate sind. Ja. Du weißt nicht, wer der Vertrag ist. Nachdem der Vertrag gebrochen ist, sind die 4 Monate dann die Schutzmonate. Ja, okay, aber du weißt nicht, welche Monate das sind. Aber du weißt nicht, mit wem der Vertrag ist. Aber es gibt dir diese Monate nicht. Aber mein Bruder, das ging es ja. Du hast ja ein Hadith gezeigt, wo 4 Monate erwähnt werden. Aber da ist nicht gerade von El Medina gesprochen, da ist von die Erde gesprochen. Wir reden gerade nur von El Medina. Nein, das steht, Fasihu fil Ardi, fil Ardi. Also nicht nur, Fasihu fil El Medina oder in die Stadt, Fasihu fil Ardi. Also verbreitet euch in die Erde und diese Vertrag gilt auf die Erde, egal wohin die gehen. Aber Yeshua, guck mal, Yeshua, was ich dir damit sagen will, ne? Der Großteil der Muslime, was ja Sunniten sind, ja? Ja. Weißt du, was die zu dieser Stelle sagen? Nein, leider nicht. Ja, ich kann es dir das sagen. Gott sei dieser Dank. Dieser Vertrag wurde mit einem Stamm geschlossen. Das waren die Banu Kinana. Ja, und das war in dem Jahr von Al-Hudaybiyah. Ja, und die sollten das nicht brechen. Ja, und dieser Vertrag ging 9 Monate lang. Okay. 9 Monate lang. Und in dieser Zeit, also in diesen 9 Monaten, sollten sie diesen Eid erfüllen. Und sie sollten das nicht brechen. Und das weiß niemand. Wenn du nur den Koran liest, das weiß niemand. Ja, ich weiß es, ich kenne das auch nicht. Die Sache ist für mich, wenn wir jetzt über dieses Vertrag reden, dann reden die meistens über Al-Medina oder irgendwas. Aber da steht nicht Al-Medina, da steht Fil-Ardi. Fil-Ardi, ja. Ja, Nummer 2, das ist die Erde. Ja. Die ganze Erde bedeutet. Mhm. Das heißt, das ist in der Medina, das heißt in Norwegen, das heißt es in Syrien, das egal wo. Das ist nur damit gemeint. Und darf ich auch was sagen? Ist, darf ja, ich natürlich. Sagen, bitte? Ja, natürlich. Ali Moabe, ja. Stelle vor, ich komme jetzt mit meinen jüdischen Clique. Wir haben unsere Gegenstände dabei, womit wir dich verletzen können. Und sagen zu dir, pass auf, entweder du wirst einer von uns oder du zahlst an uns Schutzgeld oder wir töten dich. Was haben wir da für dich? Schau. Die Frage. Ja, ehrlich, bitte, Abi. Allah, ja. Sag dir weit. Was sind denn das für dich? Wahrheit redet, gell, gerade? Ja, klar. Ja. Schau mal, wenn wir das hier in dem Vers lesen, müssen wir auch wissen, um was es hier geht. Wo sind wir? Sind wir im Krieg oder sind wir jetzt in einer Bande? Anu, aber ich habe dich nur gefragt, ich komme mit meiner jüdischen Bande, ich komme nicht, um dir eine Glaube zu geben. Ich komme mit meiner jüdischen Bande, sage zu dir, entweder du wirst einer von uns, du zahlst Schutzgeld oder wir töten dich. Du hast 3 Wahlen auszusuchen. Was sind wir für dich? Wo ich damals Moslem war, wenn ich diese Story gelesen habe, seid mir nicht böse, Karali, Ali Moabe, alle Muslime. Nein, kein Problem. Ich sehe das als eine Mafia-Bande. Ich sage die Wahrheit. Die Sache ist, was da geschrieben ist, was sie auf viel Erde, das sagt mir schon, das handelt sich nicht um einen bestimmten Standort oder auf ein bestimmtes, damals eine bestimmte Zeit, natürlich. Ja. Aber das geht gar nicht jetzt um nur einen Vertrag. Nein, dieser Vertrag wird erstmal abgemacht, nachdem sie zu diesem Ort ausgewandert sind, wo sie gar nicht hingehören. Heißt es da, so wie du es im Arabischen lesen tust, spaziert 4 Monate lang auf der Erde und dann bekämpft sie, stimmt's? Spaziert würde ich nicht sagen, das oder, ist irgendwie, so geht, wie weit geht, wie ihr könnt. Geht auf der, lauft auf der Erde, geht auf der Erde also 4 Monate. Siho heißt, irgendwie geh wie weit, wie du kannst. Ja, lauft, geht, Ja. Wenn das jetzt auf der ganzen Erde wäre, also dass die jetzt zum Beispiel irgendwo in Europa auch das sollen tun, ja. Wie hätten sie davon mitgekriegt?
Mein Bruder, ich rede gar nicht von wie und wie und was. Ich Nein, rede nein. davon, was da steht. Jeschua, was ich dir damit sagen will, wenn das die ganze Erde gemeint wäre, damals gab es ja kein WhatsApp, dass ich dann jetzt schreibe in Afrika, in Amerika, hey, Ja. ab nach 4 Monaten gehen wir auf die los. Das ist genau das gemeint. Die sollen auf der Erde sich noch rumtreiben, sage ich mal jetzt, damit es jeder versteht, 4 Monate und dann geht auf die Ungläubige. Und wenn wir die anderen Verse jetzt in diesen Vers nicht mit reinziehen, würden wir bis übermorgen noch hier reden. Ich hätte noch mehr graue Haare und verstehst du? Und wir würden nicht auf einen Punkt kommen. Ja, Deshalb, okay. verstehst du? Das ist Du redest das aber vom Glaubens her. Ich rede das nur, Ja, ich was da als verstehe dich, Geschichte, verstehe ja. dich. Aber dieses Buch muss ich nun mal als Glaubensding Ja. nehmen, Ja, weil wenn ja. ich jetzt zu Sure 60 gehe oder Ja, zu natürlich. 94 gehe, dann steht da zum Beispiel, wie ich mich gegenüber den Andersgläubigen zu verhalten habe. Sogar Und 60. 60, 7, 8, ja. 60, 7, 8. Okay, Asallahu ja, das ist Allah jetzt schön wieder danke dich aus, Friede. ja. Ja, das meine ich. Wie Schönen soll Abend. ich mich, wie soll ich mich gegenüber den Andersgläubigen verhalten? Boah, Bruder, das steht aber 400 Seiten nah danach. Das ist, der Koran Alimo, ist, Alimo, nicht Alimo, weiter. soll ich dir sagen, wie ich diesen Vers verstehe? Wie? Dass Mohammed diesen Vers bekommen hat, ja, und er war sowieso da in dem Zeitpunkt Superior, das heißt, sie waren in der Mehrzahl, aber es gab dort noch Götzendiener. So. Und er hat diesen Vers allen Leuten gezeigt. Er hat groß in dem Sinne gesprochen als Anführer mit Schwert. Ja. Und dann hat er zu seinen Nachfolgern gesagt, so, Yalla, jetzt bewegt euch frei im Land. 4 Monate lang. Ne? Also nicht zu seinen Anführern, zu allen. Aber Ja. damit waren die Götzendiener gemeint. Er hat gesagt, so, jetzt dürft ihr 4 Monate in seinem Zorn, ja, nee. Ja, in seinem Zorn, in seinem Grimm hat er gesagt, Yalla, jetzt dürft ihr euch 4 Monate bewegen. So. Und ihr dürft umherwandern und ihr könnt sicher sein vor eurem Tod. Aufgrund diesen Vertrags. Und danach hat er gesagt, oh, und ihr wisst, ihr Ungläubigen, ihr könnt Allah nicht entkommen. Aber nur in diesen 4 Monaten. Und danach hat er gesagt, ja, dass sie Allahs Strafe nicht entgehen können, indem sie halt getötet werden, nachdem diese 4 Monate verstrichen sind. Und am Ende des, und danach am Ende von diesem Vers, hat er dann gesagt, dass die Kuffar, beziehungsweise die Muschriks, die werden nach diesen 4 Monaten sowieso bestraft werden. Das war einfach nur, guck mal, das war einfach nur, diese 4 Monate waren einfach nur, die haben einen Vertrag gehabt, die haben sozusagen noch mehr Geld von denen bekommen, ja, damit sie 4 Monate lang chillen können und danach war ihr Ende sowieso besiegelt. Aber das Okay, liest du und aus der sunnitischen Quelle, oder Harut? ja, Jeshua, Ja, muss ich. du hast Muss ja ich, da ne? bei dir das Buch, glaube ich, ne, Bruder? Weil Ja. Alimo, weil ich hätte dann eine Frage dann, weil wenn er schon von den sunnitischen Quellen das alles so nimmt, wieso haben die Muslime nach Badr nicht Mekka erobert, obwohl doch alle Befehlshaber und die Armee von Mekka also bei Badr dann als Sklaven genommen worden sind? Ja, das ist eine gute Frage. Da Dankeschön. muss ich nachlesen, Ich definitiv. danke dir. Jeschua, könntest du bei Sure 290 auch lesen? Du hast doch gerade vor dir. Surat, welche Nummer? Sure 2. Ah, Surat 2. Ja, 190. Ein Moment. Lest du bis Surat. 194 oder so? Surat 290. Ja. Muss da sein. 190, 190,
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Das bedeutet, kämpft also für Gott, wem die euch kämpfen wollen oder die euch also erst kämpft nur euch. Gegen die, die wohl gegen euch kämpfen wollen. Ja, genau. Und weiter. Und greift keiner an, also seid nicht die Angreifer. Ja, seid nicht die Angreifer. Gott mag nicht, liebt nicht die Angreifer oder so. Genau. Und jetzt, wenn du jetzt das liest, die Tauber liest, das andere 60 liest, auf was kommst du zum Beispiel? Das sind ja nicht alles, es gibt ja noch mehrere, aber ich habe dir jetzt mal die gesagt, was ich gerade... Worauf ich komme, jetzt ja. Ehrlich gesagt, und wirklich, glaub mir, ich meine das gar nicht besser. Du kennst mich schon. Ja, ja. Ja, ich merke, dass es einen Widerspruch gibt, weil da sagten wir, nur wer euch angreift und Gott liebt nicht, wer der Angreifer, da steht, wandert aus, geht wie weit ihr könnt in die Erde und dann, wenn ihr an diesem Vertrag, wenn die euch nicht mehr haben wollten, dann bringt die um. Die, wo mit euch kämpfen wollen. Das ist in Sura 2, was wir gerade gelesen richtig. Haben. Richtig. Ja. Also können die ja nur gegen bestimmte Leute ja, kämpfen. Also, aber für mich, ich verstehe das so, okay, ich ja. Komme jetzt zu Alimos zu Hause, ja. Ich sage, ich bin sehr friedlich, okay, alles gut. Dann fange ich an, dich zu provozieren mit meiner Kultur. Ich sage, Alimo, ich möchte nicht, dass du das trinkst, ich möchte, dass du das nicht isst, ich möchte den Kühlschrank darstellen, irgendwann rastest du aus. Junge, was willst du von mir? Geh raus von meinem Zuhause. Mhm. Und dann sage ich, aha, du hast mich angegriffen, dann darf ich dich jetzt umbringen. Nein. Das ich ist glaube, aber damit gemeint, das ist, was ich verstehe. Also nicht vom Glauben, ich verstehe nur das davon. Voller Respekt. Ich verstehe deine Meinung, ich respektiere deine Meinung. Ich will dich auch nicht zurechtweisen und sowas, auf keinen Fall, Bruder. In Adern. Schieß. Aber eine Sache muss ich sagen. Wir sollten uns alle versammeln und für Netflix eine Miniserie schreiben. Wir werden alle dadurch reich. Die Leute werden darüber sehr viel lachen. Die Leute werden alle lachen darüber. Nein. Halt. Außer Sunniten, die würden nicht lachen. Die würden sagen, wo wohnt der, wo wohnt der, wo wohnt der? Ja, das stimmt. Und dann, weil die wollen diese Jahil. Nein, wir müssen alle Sachen vereinen. Auch Christentum, Judentum, Atheismus. Also schon ein ganzes Paket, gerecht sein. Du kommst bei alle ran. Nur bei Sunnite kommst du nicht hin. Dieser Kühlschrank, seine Position gefällt mir nicht. Du wirst geköpft heute Abend. So. Und das ist, was ich wenn ich erzählen darf, das ist, was ich an Jesus Christus liebe sogar. Der Jesus hat nie jemanden sogar mit seiner Hand geschlagen. Der hat nie jemand erlaubt, dass er jemand schlägt, nicht nur umbringt. Aber er hat die Pharisäer gut angegriffen mit seinen Wörtern, Mashallah. Dafür feiere ich ihn. Jesus hat wem angegriffen? Die Pharisäer mit seinen Wörtern, aber ich feiere ihn deswegen. Also mit Wörtern? Ja. Ja, das meine ich. Also, der hat nur gesprochen und der hat nie jemanden geschlagen. Nein, hat er nicht. Deshalb liebe ich ihn ja auch. Deshalb liebe ich ihn doch. Und das ist die schöne Sache, was ich daran finde, dass weil normalerweise kennen wir jetzt außer Religion in der Geschichte, wer gewinnt im Krieg, schreibt Geschichte. Das kennen wir alle. Und Jesus hat keinen Krieg sogar angefangen und er hat gewonnen. Immer noch gewinnt er 2000 Jahre später. Das ist für mich ein Beweis, dass Jesus ohne irgendwelche Gewaltmethode die Leute immer noch bereit sind, für seinen Namen zu sterben. Also, sag doch, Jeshua, deshalb liebe ich ja Jesus. Ich habe keinen Unterschied Unterschied gemacht, noch nie, werde ich nicht, darf ich nicht, laut meiner Religion. Deshalb liebe ich ihn, genauso wie ich Mohammed lebe. Verstehst du, was ich meine? Ich liebe ihn genauso. Ich liebe ihn jetzt. Der Unterschied, ich liebe